Angela! Shit! Nein! Womit hat sie das verdient? Jetzt sind es nur noch wir beide. Was? Bis Taylor und Daniel uns finden. Hey! Also, bleibe dabei irgendwie, dass, ich glaube, das Mädchen nicht wirklich unbedingt der Ursprung des Bösen ist. Sondern tatsächlich eher der Reverend vielleicht. Der so, die Tür ist irgendwas versperrt, bitte hilf mir mal. Also, sie wird als solche jetzt erstmal dargestellt, finde ich, so als böse, auch in der Vergangenheit damals. Bei den Clarks. Aber vielleicht soll man das doch einfach jetzt nur denken. Ne? Ich meine, wir reden von einem Kind. Es ist ein Museum oder sowas. Guck mal, das ist ein Museum. Ruhig. Andrew. Hier stimmt doch was nicht. Konzentration. Wir werden nicht das gleiche Schicksal erleiden wie Angela. Woher weißt du das? Ja, weil er weil ich uns zwei um jeden Preis beschützen werde. Und die anderen auch, wenn wir erstmal hier raus sind. So, wohl nicht wahr. Falls sie noch leben. Warum denken die beiden denn jetzt, dass Angela weg ist? Also hinüber, ja, tot. Ja, halt runtergezogen worden und man hat sie so ganz leicht. Was hat die Kleine hier ganz allein verloren? Ja, ist ja. Was soll man da denken eigentlich? Also, hat sie was mit Mary zu tun? So muss es sein. Ich weiß nur noch nicht wie und warum. So, na dann schau dich doch mal um. Wir haben ja so ein paar kleine glänzende Objekte da gesehen. Na, dann gucken wir mal. Fändungsbescheid. Unleserlich. Diese Verfügung wurde vom Stadtrat am 17. Tag des Januars im Jahre 1692 ausgefertigt. Im Unsinnigen sehe ich ohne wen hiermit an, dass ihr unleserlich zwei Kathee Land unleserlich im westlichen Fluss, dem grünen Hügel. Ja, alle Behausungen diese Land müssen geräumt werden, jegliches Vieh und unleserlich werden beschlagnahmt und als Tilgung für den alten Vertrag unleserlich. Dies deckt alle unleserlich England entstandenen Kosten für unleserlich. Als da sind 20 Pfund, 7 Schilling und 6 Pence und wenden alle natürlich unleserlich zwischen den Familien. Unleserlich, es ist gestattet, gegen diese Verfügung Einspruch zu erheben. Muss jedoch im Ratus vor dem Stadtrat erscheinen, bis unleserlich in 7 Tagen. Gezeichnet unleserlich Edward Rosewell. Ja. Schön. Kam mir jetzt gerade vor wie so ein Telegramm, ey. Stopp. Ja, würde ich mir auch so hinhängen. Würde ich mir, ne? Also, super. Warte mal, stopp, bevor du da durchgehst. Guck mal rechts daneben. Da liegt noch ein kleines Notizblöckchen, was da so hin glänzt. The New England Witch Trails. Ah, Hexputz ist von England. Okay. Boah, für 7,99. 7,99? Das ist der Wahnsinn. Da warte ich, bis der Film rauskommt. So, jetzt die Tür oder willst du noch ein bisschen weiter gucken? Kannst du dich noch daran erinnern, dass wir hier bei dieser einen Cutscene, wo wir ins Jahr 1700 irgendwas zurückgezogen wurden? Ja. Mhm. Waren doch so ein paar Figuren, die doch kein Gesicht hatten. Kein Gesicht hatten, ja, genau. Ja, das sieht jetzt hier auch irgendwie so, ne? Ja. Ganz das komisch. Wer hängt denn da? Stopp. Ach du Scheiße, okay, wir sind im Folterzimmer. Wenn du dich umdrehst und nochmal reinschaust, siehst du wieder jemand vom Fenster hängt. Da siehst du, da. Schön. Ach du Scheiße. Ja. Oh, ja. Schön. Da sollen wir auch hin. Guck mal hier, sollst du die ansehen. Das ist doch super. Ganz toll. Ja, irgendwie kriege ich. Oh, ich weiß nicht, Gänsehaut? Das Schlimme ist, ich sehe nichts ohne diese Taschenlampe. Ja. Das ist öfters so, des Nächtens. So, da geht's auch nochmal weiter. Hier gibt's ein Bild. Bild. Oh, schönes Bild. Eine wunderbare. Holzkohle, Schraffur. Ganz toll. Ganz, ganz schau. Ah, guck mal. Amy Lambert. Es fühlt sich so echt an, als wären wir da.
Amy wurde von Mädchen Mary Milton der Hexerei beschuldigt, die behauptete, sie hätte gesehen, wie sie auf einem Weidenzweig geflogen sei. Als sie vom Gericht mitgeteilt wurde, dass Amy von Zeugen meilenweit entfernt gesehen wurde, antwortete Mary, ich sah, wie sich ihre Lippen bewegten, als würden sie mit jemand sprechen. Und da erkannte ich sie als den Dämon, der in Amys Gestalt zu mir geschickt wurde. Pastor Carver, den meine ich, der sitzt bestimmt der Bösewicht, ließ dies in seinen Aufzeichnungen als Geisterbeweis zu. Na, Potzblitz aber. Also, da sag doch Einspruch. Hört sagen. Also, so eine Scheiße. Also, ich verstehe sowas nicht. Ready for transfer. Okay, ruppet ab. Los, mach kaputt. Darum ging's doch in dem Prozess. Leute, die mit dem Teufel im Bund sind. Ach, wunderbar. Stimmt. Ich, Mary Milton. Und diese Mary, die alle verpetzt hat. Muss das Mädchen sein, das wir sehen. Ja. Bestätige die Wahrheit der Bösartigkeit, derer ich Zeugin wurde. Vor dem Tag des Sabbats hielt Frau Amy bei der Esche eine Unterredung mit dem schwarzen Samuel, einen Geist in Form eines Hundes, welcher mit der Stimme eines Mannes sprach. Dann drehte sie sich dreimal im Kreis und stimmte zu, dem Geist zu dienen und ihm die Kinder des Dorfes zu bringen. Danach bastelte sie eine Puppe und belegte sie mit einem Fluch, der diejenigen treffen werde, die sich ihr entgegenstellen. Solcherlei und anderer garstiger Dinge habe ich gesehen. 25. Februar 1692, Simon Carver. X. Was für ein Arsch, Alter. Was für ein Arsch. Habe ich gesehen. Ja, der hat den Arschlochorden verdient hier in diesem Spiel irgendwie. Also er hat ja auch zu dem Mädchen gesagt, so, ja, wir haben behaltet Geheimnis ja für dich und wenn du ihn verrätst, dann... Wir haben da so einen Deal und so ganz, ganz komische Sachen. Und das ist die Puppe. Ach du Scheiße. Die Puppet. Die hier gezeigte Puppe gehört vermutlich einem Kind aus dem späten 17. Jahrhundert. Schau mal hier. Die Ur-Barbie. Das habe ich schon mal gesehen. Wo? Auf der Straße vor dieser abgefuckten Bar. Angela und ich haben es gefunden, bevor uns diese Mary das erste Mal erschreckt hat. Interessant. Hat sie uns hergeführt? Ein wenig skeptisch. Meinst du, sie hat uns hergeführt? Damit wir das hier sehen? Lass dich anschauen, Puppe. Aber Professor... Es gibt viele, viele Geschichten über Gegenstände, die von Geistern besessen sind. Klar, in Filmen. Immer mit der Ruhe, ja? Vielleicht ist der Geist von Mary ja an dieses Ding gebunden. Wir verbrennen es. Und dieser ganze Spuk ist vorbei. Ja, unbehaglich. Da ist mir sehr unbehaglich. Was, wenn die Kleine jetzt richtig sauer auf uns wird, weil wir ihr Spielzeug verbrannt haben? Du hast wohl recht. Was ist los mit dem Typen, Alter? Was ist los mit dem John? Nimmt er die Puppe raus irgendwie? Drückt die ja nur in die Hände, Alter. Was ist denn er für ein Typ, ey? Okay, aber Andrew packt die jetzt erstmal wieder zurück. Genau. Also, na, hier hat sich jetzt wahrscheinlich halt sehr elementar auch die Geschichte wieder gesplittet, ne? Ja, da könnte ich mir gut vorstellen. Also, ne, wir kennen ja von Ghost Facers, was man ja eigentlich machen muss. Aber. Was hat er mal ready for transfer irgendwie? Also haben sie die Bilder gerade aufgehangen oder was? Und so die Schutzfolie oder was? Was jetzt abgerissen wird? So ungefähr. Ah, wunderbar. Geheimnis gefunden. Oh. So, warte mal, lass uns mal kurz das Bild mal anschauen. So, wen sehen wir da? Wir sehen ein kleines Mädchen, da unten liegt ein kleines Mädchen. Ja, das war doch die Szene, die doch nachgestellt wurde mit dem hier von wegen das Mädchen sei doch verhext. Und die Beschuldigte sollte doch ihre Hand dann auflegen, um den Teufel bei dem Mädchen rauszutreiben und so. Richtig. Um zu beweisen, dass sie mit dem Teufel im Pakt ist. So sieht's aus. Die Buhle. Die Buhle. Sind sonst noch irgendwas? Nee, ne? Also mir fällt jetzt erstmal da nichts auf. Weiter, aber gut war.
Wir haben ja hier noch ein paar Ready-to-Transfer Sachen. Das ist ein Fenster. Das ist wirklich ein Fenster, ja. Oh je, Achtung, Jumpscare bestimmt gleich. Ah! Ist ja wirklich eine Katze. Okay. Geil. Da so, dachte vielleicht Danny so, hallo? Da hat mich geguckt das Fenster. So, ja, sorry, dass ich euch jetzt diesen Jumpscare genommen habe. Er war auch nicht ersichtlich. Also hier haben wir ja nochmal die Tür zum Rausgehen, aber wir hatten hinterher noch eine Tür. Das ist der Prozess, den wir auf der Wache gesehen haben. Richtig. Schauriges Déjà-vu. Ja, schauriges Déjà-vu. Diese Puppenfinger. Oh. Ey. Ich bin schon unangenehm. So, wir bist ja Eck und Mannequins, wa? Mm, ja. Wir sind so. Ach so, zu. Ist verschlossen, oder wie? Na gut. Gesperrt. Aber bin ich jetzt hier zurückgelaufen? Mann. Oh, haben die den dann gesteinigt, oder was? Das ist so eine Hot-Stone-Massage ist das. Okay. Auch früher gab es so schöne Tempels. Tempels? Nee, wie nennen sich die denn? Spas? Thermen, Entschuldigung. Thermen? Ja, das Tempels. Ist halt so ein, ja. Das ist halt ein Spa, ne? So ein Witch-Spa. Genau, Witch-Spa. Da geht's nach draußen. Und bis jetzt, den einzigen, den wir getroffen haben, ist der ist das Mann kleine aus der Mädchen Bar am hin? Anfang, oder? Ja. Wir haben noch keinen anderen Bewohner getroffen. Her und verschwindet nee. Dann. Also bis vielleicht auf das Mädchen, was so eben halt immer mal wieder auftaucht. Uns der Puppe zu führen. Ja. Hat geklappt. Ich weiß nicht recht. Ich weiß auch nicht, ob das die originale Puppe war, die wir da gesehen haben. Na, die andere war ein bisschen abgeranzter, die war ein bisschen mehr durch irgendwie. Ja. Ein bisschen mehr von der Zeit gezeichnet. Der Akku ist fast leer. Der macht das Handy doch aus. Doch eh keinen Empfang. Ich wollte gerade sagen, ja. Aber kannst du auch ein Selfie machen? So, lass mich raten. Angela ist ja in der Kanalisation, ne? Guck mal, was da vorne ist. Ach, ey. Treffen wir jetzt auf Angela? Hörst du das? Weiß nicht. Ich würde sagen, ja. Hab was gehört, glaub ich. Aber wie willst du denn jetzt Leute? Ankommen, ne? Das Ding ist halt zu. Hallo? Ist da wer? Hallo? Wir sollten weitergehen. Nein. Wir müssen auf Angela warten, die da jetzt rauskommt. Wo zur Hölle sind die nur? Haben sie sich wohl jetzt schon steuern. Okay. Glaubst du, sie suchen nach uns? Vielleicht. Ja, die Kameraperspektiven Angela sind der Hammer. Angela will ganz sicher nicht nach mir suchen. Da wette ich. Ein toll inszeniertes Spiel. Nicht, aber ein guter Mensch. Bist du da sicher? Ja, ich kenne sie schon lange. Länger als ihr. Sie hat eine Menge durchgemacht. Sie ist aber eine gute. Genau, ja, ist eine gute. Aha. Woher kennt ihr euch denn? Ja, sie ist ja eine Stauerstudentin. Eine Dauerstudentin, meine Güte. Eine Stauerstudentin? Ja, genau. Oh, wo sind wir denn da jetzt? Ach, das ist das jetzt okay. Ein Museum von der anderen Seite? Da ist mit der Tüste. Bleib bloß weg damit. Also rein vom Weg. Hey, es ist immerhin besser als nichts. Suchen wir einen Weg hinein? Meinst du einen Weg wie vorhin am Laden? Bist du ein Freizeiteinbrecher? Nö. Aber ich war es in einem früheren Leben. Aber das sind die Dialoge irgendwie, wo ich gesagt habe, also die geht mir so richtig auf den Pinsel. Taylor, die geht mir so richtig, aber so richtig auf den Sack irgendwie. Wenn die den Mund aufmacht, da kommt wirklich nur so richtig. Da geht's nicht durch. Ich fand gerade die zwei Versuche, die er gemacht hat an der Türklinke, fand ich richtig gut. Habe ich jetzt ja nicht gesehen. Warte mal, ich habe alles noch durch den roten Schleier der Wut gerade gesehen. Kann ich das nochmal machen? Warte mal. Pass mal auf. Hast du gesehen, ne? Naja, einfach nur an der Tür gezogen, ohne Klinke unterdrücken. Ja. Schön, schön. Der Top-Typ hier, ey. Oh, naja. Gottchen. Daniel ist für mich auch bis jetzt noch am farblosesten. Warum? Oh, ich kann hier reingucken. Ach, klettern! Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Einfach durchspringen. Hey, Taylor, schau mal da. Was ist da?
Hier war wohl schon lange keiner mehr. Wow. Oh, ja. Ich krieg einen Zehner. Von wegen. Hab die Wette nie angenommen. Na gut. Was denn für eine Wette? Was ist das denn? Locker. Das krieg ich doch aufgehebelt. Ja, anscheinend nicht. Ja, wozu? Wir können drüber streiten, wer wem den Vortritt lässt. Wir wissen beide, wie das endet. Gut. Hab ich was verpasst? Ja, ist schon. Oh! Achso! Mann! Oh, ruhig, Blutheld. Lass die Gruselpuppe leben. Lustig. Ja, aber machen die so eine Welle. Komm schon mir nach. Komm, hier lang. Die sehen so echt aus. Gruselig. Was ist? Ich hab... Da war gerade etwas. Wohin willst du? Na, gucken. Sicher, dass das klug ist? Ne. Wer schreibt so eine Dialoge, Alter? Wer schreibt denn sowas? Mann! Leute! Sicher, dass sowas klug ist? Ne. Oh, what? War das Angela? Das war, glaube ich, Tanja, oder? Taylor, nicht Finn Tanja. Taylor. So, wo ist der Frau Swift? Oh, da vorne. Eine Postkarte. Oh, oh. Oh, oh. Lass uns gucken. Runterspringen, Kopf stoßen. In Kombination mit Hexen verbrannt. Aber wo ist sie jetzt gerade hin? Es hat sich angehört, als ob sie irgendwie... Taylor? Genau, einer über den Kopf bekommen hat. Wo ist sie? Steuerung. Mann, ey, ist halt alles... Komm mal ran! Oh. Das Karma, ne? Taylor! Alles okay? Was ist der Mann von... Was ist los? Wie wär's mit Tür eintreten? Ich wollte es nicht sagen. Was macht er denn? Komm schon. Versucht er die wegzuschieben oder was? Was soll denn das? Was? Was hält der? Was war das? Die Stimmen. Ich hab mich selbst gesehen. Mich selbst angestarrt. Andere Klamotten, andere Wortwahl, aber sie war ich. Hätte sie das jetzt nicht noch so ein bisschen detaillierter gesagt, hätte ich gesagt, das ist ein Spiegel. Vorwurfsvoll, du bist weggegangen. Warum bist du weggegangen? Ja, das kommt davon, wenn du hier einen auf Alleingang machst. Fick dich, Daniel. Und du willst mein Freund sein? Was für eine Scheiße. Diese Frau, die so aussah wie ich, sie... wurde wie eine Verbrecherin abgeführt. Scheiße. Lass uns abhauen. Ja, weg hier. Okay, ja, weg hier. Aber vorher gucken wir uns hier nochmal um in Ruhe. Zimmer ich spielen. Ein Messer? Find einen anderen Weg aus dem Museum. Bleib zusammen. Kann ich das mitnehmen? Schönes kleines Messer. Nee, ich kann das einfach nur, ja. Da, ein Messer! Wenn das mal ein Messer war, dann ist es verdammt lange her. Nehmen wir es mit? Da, nimm du es. Warum? Selbstverteidigung, was denn sonst? Soll ich das jetzt nehmen oder soll ich das ihr geben? Bedenke die Karte. Ja, sie hatte jetzt kein Messer dabei. Komm, ich nehm's selber. Okay.
Du fühlst dich sicherer damit. Klar. Was? Wer hat denn das jetzt? Hat Daniel das Messer oder hat sie das Messer? Ja, ich wäre jetzt der Meinung gewesen, dass er das Messer hat, aber er hat gerade für den falschen Satz, finde ich, gesagt. Ja, du fühlst dich sicherer damit. Hä? Weil, also wie gesagt, mein Gedankengang war jetzt gerade irgendwie, du hast Taylor gesehen, wie sie vor irgendwas weggerannt ist, irgendwie alleine sich den Kopf gestoßen hat und vielleicht hätte er dann noch ein Messer gehabt. Als Waffe. Ja. Kann jetzt aber auch Quatsch sein irgendwie. Das ist, die Tipps oder die Hinweise, die man kriegt, die sind ja auch wirklich so vage irgendwie, dass man jetzt nicht wirklich sagen kann, oh na klar, natürlich, geh durch die Tür links und alles wird besser irgendwie. Das, aber gucken, wir werden uns überraschen lassen, was da passiert. Ah. So, hängt ihr alle. Verdammte Axt nochmal! Ich wollte gerade sagen, hängen da noch alle und dann fährt er auch hier auf einmal runter. Na sag mal, wer knüpft denn so eine stümperhaften Schlupfknoten? Okay. Dann fällt der Delinquent ja gleich runter. Warte mal, haben die denn vielleicht noch einen Kommentar dazu oder ist es jetzt... Nee. Ja, das Gleiche. Sind wir damit durch? Weil vielleicht hat er ja auch noch eine Möglichkeit hier mit der Puppe. Die Puppe ist weg. Ach du Scheiße, die Puppe ist weg. Wo ist die Puppe hin? What? Die hier gezeigte Puppe gehörte vermutlich einem Kind aus dem späten 17. Jahrhundert. Hey, sieh mal hier. Ja, toll, super. Die hier gezeigte Puppe gehörte vermutlich einem Kind aus dem späten 17. Jahrhundert. Gruselig. Ja, hey, warte, ich hab's. Das ist bestimmt die Puppe, die das Mädchen vorhin hatte. Ja? Meinst du? Echt seltsam. Seltsam? Das ist nicht seltsam, sondern ein Albtraum. Ich will hier raus und das so schnell wie möglich. Einverstanden. Nö, immer noch nö. Jetzt erstmal nochmal ein bisschen gucken. Wobei, hier haben wir ja alles durch. Eigentlich ist alles durch, ja. Ich würde sagen... Oder? Ja. Versuchen wir mal einfach rauszukommen. Komm schon, da geht's lang. Ja, wir müssen doch jetzt eigentlich auf die anderen treffen. Ja, ne? Bis auf Angela. Wobei ich immer noch nicht glaube, dass Angela wirklich tot ist. Nee, Angela wird auch noch nicht tot sein, irgendwie. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Oh, hallo. Durchblicken Sie die Lage langsam besser? Nein. Das Ding, was immer es ist, verfolgt Angela immer weiter. Unerbittlich. Ich hoffe, es geht ihr gut. Noch ein Instrument des Todes für die Sammlung der Gruppe. Oje. Gut gemacht. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut oder schlecht ist für uns. Ich kann Ihnen helfen. Mit einem kleinen Tipp. Willst du den haben? Wieso ich? Du, weil du entscheidest. Okay, dann sag ich ja. Nun dann, wie sage ich es? Wir alle haben unsere Dämonen. Sie gehören uns ganz allein. Und sie sind oft aus Reue geboren. Ich gebe Ihnen noch ein paar weise Worte eines großen irischen Dichters mit. Ich traf ihn in Paris, glaube ich. Urteile niemals vorschnell. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. Sie ist nur ein Kind. Wir sehen uns später.